Für dieses Video hat mir AVM dankenswerterweise den Repeater 3000 zur Verfügung gestellt. Der hat mich deshalb fasziniert, weil der verspricht, deutlich schneller als die bisherigen Repeater zu sein, weil er eine bessere Verbindung aufbauen kann zur Hauptfritzbox und nicht sich die WLAN-Datenrate mit den anderen Geräten im WLAN teilen muss. Ja, wir schauen uns jetzt an, wie wir den bei der Ersteinrichtung einrichten müssen. So, als erstes habe ich hier mal meine Mesh-Box sozusagen. Das ist hier die Fritzbox-Cable, das kann bei euch die 7500 sein. Und hier ist das Gerät. Hier steht auch ganz schnell drauf, was man machen kann, schon auf der Verpackung. Im Grunde ist es das auch. Aber ich würde euch trotzdem raten, mal in diese Schnelleinleitung zu gucken, die dem Repeater beiliegt. Erstens sind da ein paar nützliche Tipps und die bewahrt einen auch davor, Fehler zu machen. Der ist jetzt im Werkszustand. Wenn ihr also diese Anleitung nachmachen wollt, bitte sorgt dafür, dass der im Werkszustand ist. Auch das steht in der Anleitung, wie man das hinbekommt, nämlich die Taste hier vorne 15 Sekunden lang gedrückt halten, dann geht der in den Werkszustand. Wichtig ist auch, wenn ihr den jetzt einschaltet, der braucht einen Moment zum Hochfahren, die Connect-Leuchte, die muss genauso blinken, wie ihr es hier seht, also relativ langsam vor sich hin blinken und dann ist der auch hochgefahren. Gleiches gilt natürlich für die bestehende Box, die sollte natürlich auch eingeschaltet sein. Beim Koppeln würde ich euch immer raten, die nebeneinander zu stellen, um da Fehlerquellen, dass die zum Beispiel zu weit entfernt sind, auszuschließen. Was steht noch in diesem schönen Büchlein drin? Und zwar per Tastendruck ins WLAN verbinden. Spannend ist noch, welche Box ihr hier habt. Also hier haben sie zum Beispiel so ein Bild von der 7500, denke ich, soll das sein. Und der Unterschied ist jetzt einfach, ich habe eine Connect-WPS-Taste. Die kann ich kurz drücken. Wenn ihr eine WLAN- oder eine WLAN-WPS-Taste habt, dann müsst ihr die 6 Sekunden auf eurer Masterbox drücken. Deshalb habe ich gesagt, hier bitte in die Anleitung entsprechend schauen. Ist nämlich immer ein bisschen anders. Ich kann es euch halt nur zeigen, wie es jetzt bei mir funktioniert. Ich drücke also man soll als erstes hier den Repeater drücken. Das mache ich. Und jetzt schaut mal auf die Blinkfrequenz da unten. Ich drücke also kurz drauf. Leuchtet die einfach schneller, der blinkt schneller und damit ist sie im Kopplungsmodus. Das gleiche mache ich jetzt hier bei mir, kurz drücken. Und jetzt sollten die beiden sich verbinden. Wenn es zu lange dauert, dann würde ich mal ein bisschen vorspulen. So, was man jetzt sieht, ist, dass hier schon mal was grün leuchtet. Das heißt, die Verbindung hat prinzipiell geklappt. Die wackelt hier noch ein bisschen, lassen wir die mal wackeln. Das Schöne an diesem AVM-Setup ist einfach, warum ich AVM dafür so schätze, ist einfach, dass die jetzt die dieses Teil die WLAN-Einstellungen des Masters übernimmt. Vermutlich ist die jetzt auch schon als Mesh-Gerät eingebunden und auch das Gastnetzwerk wird jetzt von diesem Repeater ausgestrahlt. So, zur Inbetriebnahme gehört aber der Vollständigkeit halber nicht nur, dass wir die beiden koppeln, sondern AVM ist ja dafür bekannt, regelmäßige Updates zu liefern. Das heißt, wir müssen jetzt auch mal gucken, ob es ein Update für dieses Gerät gibt. Und wie mache ich das? Dazu gehen wir jetzt zusammen mal an meinen PC. So, ich habe mich jetzt in meine Fritzbox Cable einmal eingeloggt, bin hier auf Heimnetz und unter Mesh gegangen und hier habe ich jetzt den Fritz Repeater stehen. Sehe, dass der verbunden ist mit der Fritzbox und er hat auch eine IP-Adresse. Dieses Zeichen symbolisiert mir auch, dass der jetzt erfolgreich ins Meshnetz aufgenommen wurde. Das interessiert mich aber alles gar nicht so sehr. Mich interessiert eher diese IP-Adresse, die da drunter steht. Komischerweise kann ich hier nicht direkt draufklicken, aber ich kann mir einfach diese IP hier rauskopieren, die er bekommen hat. Also ich mache dann immer STRG-C, ihr könnt Rechtsklick kopieren machen. Ich mache STRG-T, neue Tab auf, STRG-V einfügen, Enter und jetzt lädt eben die Seite des Repeaters. Hier werde ich jetzt nach dem Kennwort ihrer Fritzbox gefragt, Basisstation. Also nicht die des Repeaters, der hat scheinbar noch kein Kennwort. Wir nutzen jetzt erstmal das Passwort von unserer Fritzbox. Das hat auch geklappt. Hier sehe ich nochmal, wie der verbunden ist. Das ist die IP, die er bekommen hat. Und wir gehen mal unter System und unter Update. Und er hat eine recht alte Fritz-OS-Version. Was heißt recht alt? Die werden halt regelmäßig aktualisiert. Ich klicke hier einmal auf neues Fritz-OS suchen. Es gibt die 7.12. Sind wieder Verbesserungen im Mesh dabei, nehme ich gerne mit und klicke hier einmal auf Update starten. Der startet jetzt neu, also jetzt, solange der jetzt das Update macht, bitte nicht vom Strom trennen. So, das Update ist jetzt abgeschlossen. Und wenn ich jetzt hier nochmal unter Update gehe, oder hätte es auch im Startscreen gesehen, dann sieht man hier die neue Fritz OS Version. Damit ist
die Software-Einrichtung quasi einmal fertig, wenn ich den als Repeater einsetzen möchte. Hier sieht man auch, dass die Einstellungsübernahme aktiv ist. Das heißt, jede Änderung am WLAN, die ich in der Hauptfritzbox mache, die wird auch hierhin übertragen. Was jetzt noch interessant ist, sind diese beiden Werte. Am liebsten möchte ich den im 5 GHz Netz mit meiner Fritzbox kommunizieren lassen, denn wie man sieht, ist er da deutlich schneller. Und jetzt muss ich den ja noch irgendwo hinstellen. Im Video habe ich den jetzt vorne direkt neben der Fritzbox gehabt. Das werde ich in der Regel ja nicht so machen, sondern der wird ja irgendwo hingestellt. Ich blende euch jetzt oben in der Infokarte mal ein, wie man den richtig aufstellt. Also nicht zu weit weg von der Fritzbox. Und man kann dann halt, wenn der sich verbindet, hier immer mal prüfen, wie denn die Geschwindigkeit so ist. Also das kann man so als Optimalwert wahrscheinlich nehmen, weil jetzt steht er ja direkt neben der Fritzbox. Und wenn ihr halt weiter entfernt dann seid, wird der Wert entsprechend geringer sein. Ich würde mich über einen Kommentar freuen, wenn euch dieses Video hier gefallen hat. Wenn ihr noch weitere Fragen zum Fritz Repeater 3000 habt, dann gerne in die Kommentare. Vielleicht ist das ja dann auch mal ein Video wert.